Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finchi zeigt euch was. Diesmal ist es eine Sondersendung, sage ich mal so, denn es gibt zwei Gründe, warum es eine Sondersendung ist. Zum einen ist es die 20. Folge von Finchi zeigt euch was, Jubiläum, zumindest fast. Und der zweite Grund ist, das Ganze ist eine, ja, eine Videoantwort auf ein Gewinnspiel vom Herrn Consolero, und der hat gesagt, wir sollen ein Spiel vorstellen oder zeigen, was wir gerade gerne spielen oder was wir mal reviewen möchten oder was auch immer. Da brummt mein Handy, fantastisch. Und da ich sowieso nochmal eine neue Folge aufnehmen wollte, habe ich das Ganze jetzt zum Anlass genommen, das dann auch mal schnell zu machen. Schnell. Ja, und zwar wollte ich heute mal anspielen Amnesia, The Dark Descent. So als kleines Special auch, weil es die 20. Folge ist. Ja, ich habe das Spiel nur mal ganz kurz angehabt, habe aber im Menü schon wieder ausgemacht, denn da hatte ich schon die Hose fast voll. Ich kenne es noch von ein paar LPs, also von ein paar Let's Plays, von ein paar Kollegen von mir. Der Duddleflo, der hat das mal angefangen, der ist aber genauso ein Schisser wie ich. Und wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen. Bis gleich. Tschüss. Ja, herzlich willkommen im Spiel. Ja, ich habe gerade, ihr seht hier oben weiterspielen, ich hatte gerade die Aufnahme schon mal gestartet und die erste Minute gespielt, dann ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon irgendwie falsch eingestellt ist, deswegen fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe gar keinen Bock dazu. Ich habe absolut überhaupt gar keine Lust dazu. Und der Ton über die Kopfhörer, der ist jetzt schon asozial. Oh Gott. Ich lese es nicht vor, ihr dürft das selber lesen oder mithören. Mein Name ist Daniel. Ich lebe in London. Mayfair. Was habe ich getan? Das ist crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. Mein Name ist. I am Daniel. Junge, 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 mir läuft das hier eiskalt den Rücken runter gerade, die ganze Zeit schon. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. So wichtig ist dieses Gewinnspiel auch gar nicht, Mann. Man kann eh nur Scheiße gewinnen. Nein, ist Quatsch. Oh Gott, steh auf jetzt. Was liegst denn hier rum, Mensch? Mitten in der Pampa hier unten. Bevor ich jetzt hier losgehe, die Leute, die jetzt zum ersten Mal zugucken, weil sie vielleicht über Herr Consolero hierzu hingekommen sind oder was auch immer, meine regelmäßigen Zuschauer würden wissen, dass ich ein absoluter Horrorspiel-Schisser bin. Wieso ist der Sound denn hier so laut, wenn ich mich hier wegdrehe, verdammt nochmal? Ich spiele sowas überhaupt nicht gerne. Ich versuche es immer mal wieder, aber ich kann es einfach nicht. Warum kann ich nicht hier einfach aus dem Fenster raus? Also ich habe das Spiel bis auf die Minute, die ich eben kurz gespielt habe, noch nicht gespielt. Man spielt halt hier diesen Daniel, der irgendwie was versucht herauszufinden, was mit seinen Vorfahren oder irgendwie so, ich weiß es nicht genau. Und er hat immer, wie jetzt hier gerade, Alter, immer irgendwelche Hallos und Nervenzusammenbrüche und sowas. Und ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Ich will es auch gar nicht genau wissen. Es kann also sein, dass diese Aufnahme hier gleich sehr schnell beendet ist. Nein, ich will nicht. Ah, Mann, diese Ritterrüstungen. Ich habe Angst, dass sie sich bewegen gleich. Und hinter mir herlaufen. Alter, hier geht eine Türe auf. Also, wer das Spiel durchspielt, der muss echt Eier haben, die ich nicht besitze gerade im Moment. Die haben sich gerade komplett zurückgezogen. Das Schlimme an dem Spiel ist auch noch, halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Tür zu bewegen. Drücke rechte Maustaste, um die Tür aufzustoßen oder sie zuzuwerfen. Das heißt, aufgenommen Zunderbuchse. Das heißt, wenn ich die Maus auf mich zubewege, dann kann ich die Türe aufziehen. Wieso steht der so? Steht der wirklich so schief oder bilde ich mir das ein? Ja.
Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in seiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zünderbuchsen ist im Bestand angezeigt. Tabulator. Das hier kenne ich schon aus Let's Plays, dieses Menü. Es gibt hier den körperlichen Zustand und den geistigen Zustand. Und der körperliche Zustand verändert sich halt oder wird schlechter, wenn man von Gegnern getroffen wird natürlich. Ich weiß nicht, ob er sich auch verändert, wenn man irgendwo runterfällt. Wenn es dann zu tief ist oder irgendwie sowas von der Schaden erleidet. Und der geistige Zustand ist auch wichtig. Momentan bin ich glasklar. Wenn ich aber jetzt lange im Dunkeln rumrenne oder sowas oder irgendwelche anderen psychischen Sachen da sehe, wird mein geistiger Zustand schlechter. Und den kann ich wieder aufbessern, wenn ich ins Licht gehe? Ich glaube ja. Hier haben wir die Zünderbuchsen. Damit kann ich halt irgendwelche Lichtquellen anzünden. Boah Gott, ich habe Gänsehaut. Ist das asozial. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Über Kopfhörer ist das Ganze 20 mal so schlimm, Leute. Blut, hier unten ist Blut. Natürlich, wir folgen der Blutspur. Wir könnten ja auch einfach umdrehen und nach Hause gehen. Nein, das geht nicht. Wir müssen der Blutspur folgen, weil wir ein Vollhorst sind. Wenn ich heute sehr viel... Alter, das... Was hat der denn... Wenn ich hier heute noch mehr Unsinn rede als sonst schon, dann liegt das daran, dass ich einfach nur tierisch nervös bin und wirklich Schiss habe. Alter. Oh Mann. Ich mache nichts, Leute. Was ist das? Hallo. Boah, ist das kacke, Mann. Da oben wackelt die Lampe. Also dieses Spiel ist wirklich nur was für Leute mit verdammt dicken Hoden. Und nun? Da geht schon wieder eine Tür auf. Und da ist mir zu dunkel, da gehe ich nicht rein. Hier drin ist es hell, hier ist es hell, hier ist es hell. Nein, hier ist es dunkel. Meine Fresse, was ist das? Wieso wird's denn der? Ja. Türe zu. Alter. Ist nichts drin. Ich gehe in den Schrank. Ich gehe einfach in den Schrank und mache die Tür zu und bleib hier drin. So. Ihr blöden Missgeboten, ihr könnt mich mal. Oh Mann, ey, also... Wenn man sich Let's Plays davon anguckt, ist das ja ganz witzig, wenn die Leute sich erschrecken und da irgendwie was durchmachen, aber wenn man das selber mitmacht, warum spielt man sowas verdammt nochmal? Das gibt's ja nicht. Also ich habe ja schon gedacht, Dead Space wäre schlimm. Aber Dead Space ist ja ein verdammter Kindergarten hiergegen. Alte Archive. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Was? Ich hoffe, mit der Aufnahme geht diesmal alle... Alter, Wasser oder was? Geht diesmal alles gut, denn ich habe keine Lust, das Ganze... Beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Ich will keine verdammten Rätsel lösen. Mein geistiger Zustand, leichte Kopfschmerzen. Ja, 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 ihr könnt mich doch alle mal. Alter, was ist denn das? Hier sind irgendwelche... Alter, geh doch mal normal, was ist denn hier los? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ja, ach was, was soll ich denn machen? Hier ist alles dunkel. Hier ist alles verdammt nochmal dunkel. Hier ist Licht. Leute, ganz ehrlich, ich höre es gleich wieder auf. Was ist das?
Laterne, Laterne. F. Oh Gott. Ich will nicht. Also, man hat auf jeden Fall in diesem Spiel auch keine Waffen. Man hat nur diese bekackte Laterne. Und kann damit jetzt durch ganz dunkle... Ja, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich mache jetzt wieder aus. Leute, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe euch einen kurzen Einblick in dieses Spiel geben können. Wir sehen uns in ein paar Minuten im Fazit oder was auch immer. Alter Schwede. Bis gleich. Wir sehen uns. Sieht man das noch? Ich weiß es nicht. Auch wenn das für das Bild von der Kamera jetzt hier extrem kacke ist, aber ich habe mir mal Licht angemacht. Das geht ja überhaupt nicht. Ihr seht, ich habe nur nicht mal 10 Minuten spielen können. Ich muss was trinken. Ich habe voll den trockenen Mund. Also, ihr habt es gesehen, Amnesia, The Dark Descent, ist wirklich nur was für Leute mit stahlharten Nerven oder mit irgendeiner Geisteskrankheit. Das darf ja nicht wahr sein. Also, ich habe ja echt schon in letzter Zeit viele Spiele ausprobiert und habe auch immer mal wieder versucht, so ein Horrorspiel zu spielen, weil ich mich einfach mal ein bisschen gruseln wollte. Aber das ist auf jeden Fall für mich eine verdammte Nummer zu hart. Das ist ja unglaublich. Ihr merkt, normal kann ich reden wie am Fließband, aber mir fällt gerade einfach nichts ein. Was ich noch viel schlimmer finde, dass Leute dieses Spiel durchspielen, das ist ja in Ordnung, aber... Welcher kranke Typ denkt sich sowas aus? Ich glaube, ich hätte schon beim Programmieren die Hose so gestrichen voll. Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Ein ganz kurzes Finchi zeigt euch was. Das reicht auch. Also dieses Spiel gibt es bei Steam. Für, was kostet es? Ich glaube 15 Euro kostet das. Wenn ihr euch für 15 Euro... selber umbringen wollt oder irgendwie ins Irrenhaus bringen wollt, könnt ihr das gerne machen, ohne mich. Ich werde das Spiel jetzt sofort vom Desktop bei mir löschen. Das werde ich nie wieder anrühren. Das ist nichts für mich. Auch wenn das jetzt irgendwie ein Griff ins Klo war, trotzdem möchte ich euch das jetzt zeigen. Ist ja unfassbar, wie fertig ich bin. Ich werde jetzt noch ein bisschen Benjamin Blümchen hören und mir meine Fanta hier leer trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Glück an alle, die beim Gewinnspiel noch so mitmachen. Und man sieht sich. Tschüss. Unfassbar.